Hallo, liebe Waage, schön, dass du hierher gefunden hast. So, wir werden uns gemeinsam im Kollektiven deine Liebessituation anschauen im Oktober mit der weiblichen Energie und mit der männlichen Energie. Ich habe das auch du und ich genannt, ich und du. Bitte setze das um, falls du jetzt Single bist, kannst du dir diese Legung auch anschauen. Es gibt keine bestimmte Regel, ne? Du kannst hier in Resonanz gehen, auch wenn du ein Mann bist mit der weiblichen Energie und wenn du eine Frau bist, kannst du auch mit der männlichen Energie in Resonanz gehen. Bitte bedenkt, dass wir beides in uns haben. Manchmal ist die aktive Seite, quasi die männliche Seite, aktiviert, manchmal ist die weibliche Seite aktiviert. Das ist die passive Seite, ne, von uns. Bitte setze das um und bedenke, dass diese Legung im Kollektiven ist, liebe Jungfrau. Ich sage das oft genug. Nicht alles kann auf dich zutreffen. Die Energie gibt uns jedes Mal was anderes, ne? Du hast aber auch ein Mondsternzeichen, ein Aszendent und ein Venussternzeichen, ne? Die kannst du dir auch anhören und dann valutieren. Okay, ich würde sagen, liebe Waage, bevor ich hier weiterrede, ich habe ganz viele Karten noch vor mir. Legen wir los mit den Engeln. Wir werden einfach befragen den Engel, in welcher Energie du dich befinden wirst, was sie uns mitgeben wollen. Lass Kontrollthemen los. Erlaube dieser Situation, sich ganz natürlich zu entwickeln. Das ist sehr, sehr schön. Du musst nicht alles kontrollieren. Das ist ja auch diese Rationalität, ne? In der Liebe braucht man keine Rationalität. Es geschieht einfach, wie es geschehen sollte. Du kannst nichts kontrollieren. Nichts geht nach das, was du dir erwünschst, ne? In der Hinsicht, das ist jetzt nicht negativ gemeint, sondern wenn du jetzt das möchtest, ne, dass es so geht, dann geht das nicht so. Ne? Es kann nicht immer nach deinen Wünschen nur gehen, sondern es gibt auch verschiedene Gründe. Es gibt auch eine andere Energie, die du nicht siehst. Ne? Du musst einfach die Dinge geschehen lassen, ne, wie das sein sollte. Ne? Das ist damit gemeint. Vielleicht hast du gerade jemand kennengelernt oder du bist gerade dabei. Ne? Du bist vielleicht auch Single. Erlaube dir einfach vieles. Ne? Das muss nicht immer alles dem entsprechend sein, ne? Man kann einfach nicht mit der Liebe rational umgehen, ne? Ich mache dir mal ein Beispiel. Du hast jemand kennengelernt, und du stellst es dir auf so eine Art und Weise vor. Das ist aber nicht immer so, ne? Du musst auch einfach das geschehen lassen. Das kommt alles von selbst, ne? Du kannst nicht die Liebe kontrollieren, ne? Das ist so, als würdest du sagen, lass uns miteinander morgen zusammen schlafen, ne? Sagen wir mal so. Ich finde, das ist wirklich eine rationale Sache. Das passiert und fertig, ne? Das ist damit gemeint auch, ne? Okay, jetzt schauen wir uns das Ganze. Aha, guck mal. Was haben wir hier? Lass deinen Ex-Partner los. Das ist ja auch klar. Am Ende des Orakelkarten. Die Zeit ist gekommen, deine Energie zu klären. Du musst dich hier entfernen. Ich weiß, liebe Waage, ich weiß, ich höre das immer wieder. Ach, ich möchte so gerne, dass mein Ex zurückkommt oder meine Ex-Freundin. Weißt du, wenn diese Person nicht mehr in deinem Leben zu tun hat, wenn diese Person nicht mehr mit dir in Resonanz geht, ihr habt einfach nichts mehr gemeinsam, dann musst du diese Person loslassen. Ich weiß, das tut weh, das tut wahnsinnig weh. Aber denke dir einfach, dass diese Person nichts mehr mit dir zu spiegeln hat. Du hast mit dieser Person nichts mehr zu tun. Sie kann dir in deinem Leben nichts mehr hergeben, ne? Du musst einfach jetzt woanders suchen. Du musst offen sein. Diese Karte passt ja perfekt. Das ist ja das Gleiche, ne? Du kontrollierst hier zu sehr. Du möchtest unbedingt, dass diese Person noch in deinem Leben ist, ne? Du musst aber abschließen, ne? Vielleicht hast du schon abgeschlossen. Vielleicht bist du schon. Du bist hier Single bei dieser Legung. Du sagst ja, ich bin offen. Ich möchte nicht mehr mit meinem Ex-Freund oder mit meiner Ex-Freundin zu tun haben. Dann ist es ja auch schön. Du musst diese alte Energie loslassen. Du musst dir vorstellen, das ist das Gleiche mit dieser Anziehungskraft, ne? Mit dieser Resonanz. Du möchtest ein neues Auto haben. Du kannst diesen Auto nicht fragen. Du kannst dich nicht mit dieser
Energie verbinden, weil du noch dein altes Auto hast. Und was ist mit dein altes Auto? Also, du musst ja schon klar denken. Altes muss man loslassen können. Das ist jetzt eher metaphorisch gemeint, was ich jetzt gerade sagen möchte. Aber das ist einfach, damit du das verstehst, ne? Damit die neue Energie reinkommt, musst du die alte loslassen. Das ist damit gemeint, ne? Das funktioniert alles so. Das ist Energie, ne? Du musst die Energie laufen lassen. Genauso wie Geld. Geld lässt du ja auch immer laufen. Du kannst nicht das Geld in dein Grab mitnehmen. Bei uns sagt man das so, für was denn, ne? Wer hat es dann danach, dieses Geld? Das ist Energie. Das muss fließen, ne? Und das Rest muss auch fließen. Okay, ich mache weiter, weil sonst höre ich nicht mehr auf zu reden. Ihr wisst ganz genau, ich mache das leidenschaftlich, aber ich habe noch ganz viele Karten vor mir, ne? Okay, jetzt fange ich bei dir an, bei der Yin, Weiblichkeit quasi. Meine weibliche Energie, wo befindet sich meine weibliche Energie? Für Oktober. Für Oktober, wo befindet sich meine weibliche Energie? Im Kollektiven. Für meine liebe Waage Menschen, Kummer. Oh, Kummer. Ich weiß, liebe Waage, irgendetwas hat dich traurig gemacht. Irgendetwas macht dich traurig. Du bist hier in diesem Kummer. Du bist hier in deinem Element, ne? Bitte versteh mich nicht falsch. Das ist das Luftelement, ne? Das ist diese Rationalität. Bitte komm raus von dieser Energie. Ich weiß, das tut weh. Das tut wahnsinnig weh, ne? Ich kann mir diesen Schmerz ja nicht vorstellen, weil, wie gesagt, ich hatte dieses Glück, dass ich einfach bis jetzt nicht, dass mir passiert ist, ne, mit diesen Ex oder so. Das sind andere Dinge. Jeder hat halt seine eigene Geschichte, ne? Ich hatte aber dafür andere Dinge, ne? Und guck mal, du hast hier auch eine Art Schuldgefühl. Acht, und das blockiert dich, ne? Das könnte auch gut sein, liebe Vagi, du sagst, nee, das stimmt gar nicht. Das könnte aber auch ein Unterbewusstsein-Gefühl sein, ne? Also quasi, du spürst das, dass es in deinem Unterbewusstsein irgendwo geankert und du weißt es gar nicht. Du gibst dir die Schuld, du gibst dir hier die Schuld von irgendetwas und du musst aber herauskommen, weil, guck mal, Neun der Schwerte ist ja auch diese Karte, ich kann nachts nicht gut schlafen, weil ich diesen Schuldgefühl habe, weil ich nicht herauskomme. Guck mal, wie viel hängt hier dran sind, ne? Und diese, wie sagt man das, in deinem Verstand, der spielt uns immer diese Spielchen. Lass dich nicht von deinem Verstand manipulieren. Das ist sehr, sehr wichtig, ne, liebe Waage. Okay, machen wir weiter. Für die weibliche Energie. Du gibst dir hier irgendwie die Schuld, ne? Wie gesagt, ob du jetzt diese Schuld hast oder nicht, liebe Waage, bitte tu das nicht. Du hast vielleicht einen Fehler gemacht. Sagen wir mal, dass du vielleicht gelogen hast oder diese Person hat dich gelogen, aber trotz dessen gibst du dir diese Schuld. Das darfst du nicht tun, ne? Du weißt ganz genau, wir müssen uns verzeihen. Und diese Kontrolle, das Ganze, dieses Thema Kontrolle, ne? Das widerspiegelt sich hier, ne? Das ist ja alles von deinem Verstand. Der Verstand spielt uns immer dieses schöne Spielchen. Und in dieser Falle solltest du nicht fallen, ne? Damit du weitergehen kannst, damit du hier diese Person loslassen kannst. Also ich vermute ganz stark, dass du dich befreit hast, aber noch nicht hundertprozentig, ne? Sagen wir mal, du bist hier auseinandergegangen, du hast mit dieser Person nichts mehr zu tun. Aber immerhin spielt diese Person eine Rolle irgendwo, ne? Oh, irgendwo in deinem Unterbewusstsein. Und wer weiß, vielleicht bist du gerade in einer neuen Kennenlernphase. Vielleicht kennst du gerade jemand kennen, aber du lässt das nicht erlauben, ne? Du erlaubst diese Kennenlernphase nicht. Das ist damit gemeint. Okay, machen wir mal weiter, ne? Mit deinen Emotionen, Gefühle für die weibliche Seite. Sendonwort, du guck mal, du fühlst dich leer. Du fühlst dich hier leer ohne diese Person. Irgendetwas fehlt dir. Ich brauche dich, oh Gott. Okay, die weibliche Energie braucht hier diese Person. Also ich merke, dass du hier dich alleine fühlst. Ich weiß, liebe Waage, ich weiß. Das ist ein Sternzeichen, der immer eine Kontrapart braucht. Und ich habe auch vieles gelesen über den Sternzeichen Waage, ne? Weil ich weiß ganz genau, mein Sohn hat hier auch, glaube ich, sein Venus, aber ich bin mir jetzt nicht sicher. Also ich bin ein Mensch, der ganz viel liest. Und ich weiß, dass die Tendenz bei den lieben Waagenmenschen, leider, ich sage leider, das ist jetzt nicht, dass hier alle Waagen,
eine karmische Beziehung haben. Aber meistens ziehen diese vage Menschen eine karmische Beziehung mit sich. Menschen, die irgendwie karmisch sind, ne? Und das habe ich auch viel gelesen bei dir, ne? Liebe Waage, du brauchst diese Beziehung, du brauchst deine Kontrapart. Das ist sehr, sehr wichtig für dich, ne? In diesem Element. Wie gesagt, das ist nicht einfach, ne? Du wirst ja auch von Venus regiert. Das ist ja diese Kommunikation mit den anderen, in den anderen sich zu hineinzuversetzen, ne? Quasi. Und das ist sehr, sehr wichtig, ne? Okay, guck mal, ich brauche dich. Oh, de secret, hier sind Geheimnisse. Ich weiß aber nicht, wer diese Geheimnisse hat. Ob das jetzt hier die männliche Seite ist oder die weibliche. Weil diese Energie kommt bei dir raus. Aber das könnte auch gut sein, dass er dir hier etwas verheimlicht hat. Und das tat dir sehr weh. Und das hat dir diese Schmerzen zugefügt. Oder du hast ein Geheimnis und du kannst nicht mit dieser Situation gut umgehen. Ne? Also bitte nimm das mit der Pinzette. Wir sind ganz viele Menschen da draußen. Hier ist irgendetwas. Hier ist ein Geheimnis, ne? Die Karten lügen nicht, ne? Wir wissen das ganz genau. Und hier sagt auch eine Energie, ich weiß jetzt nicht, wer das ist, das könntest du gut sein, das könnte aber auch die männliche Energie sagen. Wenn du denkst, dass ich dir hinterhergehe, irrst du dich. Du irrst dich hier ganz und gar, ne? Das könnte auch gut sein als Frau. Du bist traurig, aber du hast auch einen, wie sagt man das, Orgoglio? Wie sagt man das auf Deutsch? Einen Stolz. Du bist stolz. Du sagst, nö, ich weiß ganz genau, dass ich ihn noch liebe. Ich weiß ganz genau, was ich für ihn spüre. Vielleicht hast du hier auch diesen Fehler gemacht, aber trotz dessen gehst du dieser Person nicht hinterher. Du machst nichts, ne? Du weißt ganz genau, dass du irrst dich, wenn du denkst, dass ich dir hinterhergehe. Oder die männliche Energie, ne? Quasi die männliche Energie sagt hier, nö, ich gehe dir nicht hinterher. Wenn du wartest, dass ich dir hinterhergehe, kannst du wirklich sehr, sehr, sehr lange warten, ne? Eindeutig, ne? Mal gucken, ich spicke mal ganz kurz drunter. Weißt du was? Ich glaube, hier hat der Mann auch andere Dinge, andere Situationen, die ihn gerade belasten. Ich weiß jetzt nicht, ob das deine Energie ist oder die Energie von der Kontrapart. Ne? Das ist ja klar, dass es bei dir auch rauskommt. Wir sind alle miteinander verbunden. Ich bin mit dir verbunden, auch wenn du jetzt mich nicht kennst. Das ist die Energie, deswegen habe ich dich auch angezogen. Ne? Das ist klar, wir sind alle miteinander verbunden. Das ist wie ein Spinnennetz. Ne? Und wie gesagt, hier ist irgendetwas. Ne? Ich lasse das jetzt gerade so. Und ja, du setzt das jetzt einfach um, liebe Waage. Ich weiß ja nicht, was geschehen ist. Hier hat diese Person dir etwas verheimlicht. Er hat hier ein großer Geheimnis, vielleicht auch ein ganz kleiner, der vielleicht auch gar keine große Rolle spielt. Aber irgendetwas stimmt ja nicht, weil das ist so, als würde hier die weibliche Seite sich ganz leer fühlen. Ich kann ohne diese Person nicht. Diese Person ist für mich alles. Und er bedeutet mir auch sehr viel, ne? Das ist damit gemeint. Ich trinke ganz kurz. Okay. Mein schönes Kaffee. Sonst wird er dann ganz, ganz kalt, ne? Okay, jetzt machen wir weiter. Ich sage das immer wieder, ne? Liebe Waage, du musst das dir so vorstellen, ne? Wenn du jemanden hast, den du liebst, immer noch, ne? Du hast Gefühle. Du kannst einfach nicht, aber was bringt es dir, ne? Du verschwendest dein Leben lang hinter dieser Person, ne? Das bringt dir gar nichts, ne? Das könnte auch gut sein, dass es in deinem Unterbewusstsein ist, dass irgendetwas, einen Mechanismus da ist, dass du einfach nicht die richtige Liebe findest, weil du noch nicht abgeschlossen hast. Das ist damit gemeint auch, ne? Okay, jetzt schauen wir uns das Ganze noch mehr an mit den anderen Orakelkarten über Emotionen, Gefühle. Wir sprechen hier einfach von Gefühle und Emotionen, ne? Das Ganze, was hier einfach rauskommt, ne? Was denkt die Kontrapart oder was denkst du? Du setzt das einfach um, so wie du das brauchst, ne, liebe Waage. Du weißt ganz genau, die Karten haben keine Macht auf dich, sondern du hast die Macht in deiner Hand. Du regelst das, wie du das möchtest, ne? Ich gebe dir nur einen Tipp mit meinen Karten. Paura, du hast Angst. Hier sind Ängste. Hier sind Ängste. Aha.
Ich weiß nicht, du hast hier Ängste, aber gleichzeitig gibt das hier un riavvicinamento, wie sagt man das, eine, ihr könntet wieder einander finden. Das könnte gut sein, dass du jetzt hier auch Angst hast vor dieser Situation. Was passiert, wenn wir wieder einander uns finden? Oder was ist, wenn diese Person doch wiederkommt, ne? Oder ich habe Angst, ich möchte so gerne, dass diese Person wieder zurückkehrt, ne? Weil hier ist irgendetwas. Entweder trefft ihr euch oder ihr trefft euch so, wie kann man das sagen? Weißt du, wenn du in der gleichen Stadt wohnst oder es verbindet euch irgendetwas, ne? Das könnte auch gut sein, ne? Also, dass man vielleicht sich zufälligerweise sich trifft und man ist hier auch sehr still. Okay, machen wir mal so, ne? Wir setzen das um. Liebe Waage, stell dir mal vor, du hast mit dieser Person abgeschlossen, ne? Und du siehst ihn oder sie beim Einkaufen, ne? Du wohnst vielleicht in einer großen Stadt, da begegnet man sich, ne? Und aber ihr sagt euch nichts. Ihr seid still. Also keiner redet hier, keiner gibt keinen Mucks, keiner, ne? Das ist hier alles sehr, sehr still. Ossessione. Oh, hier ist einer sehr, sehr besessen. Hier ist irgendeine Energie, die sehr besessen ist. Sehr. Und du denkst die ganze Zeit an diese Situation. Die ganze Zeit. Und du träumst auch von ihm oder du träumst von dieser Person. Ich weiß nicht, ihr seid hier verbunden. Ihr seid hier verbunden. Doch, ihr seid hier verbunden. Ihr seid aneinander irgendwie verbunden. Liebe Waage, diese Karte sagt mir sehr viel. Du träumst nicht von irgendeiner Person. Das hat mit der Seele zu tun. Entweder träumt er von dir oder du träumst von ihm. Hier sind Träume. Hier spielen Träume auch eine große Rolle. Ich glaube an Träume. Ich weiß es, weil bei mir hat das auch sehr viel mit Traum zu tun. Ich deute das immer ganz anders. Bei mir kommen auch meine Vorfahren in meine Träume und die sagen auch immer etwas. Jeder träumt auf seine Art und Weise, aber Träume haben wirklich eine große Bedeutung, wenn man vor allem jemand träumt, der auch karmisch ist, in einer karmischen Beziehung. Das habe ich früher auch gehabt. Ich hatte auch eine karmische Beziehung und er war, glaube ich, auch vage. Ja, doch, der war auch vage. Und gerade, ja, genau, der war auch vage. Wenn ich mich jetzt zurück erinnern, weil das war wirklich bei mir eine schwere Beziehung. Das war nicht einfach, ihn loszuwerden, ne, diese Person. Und ich habe öfters von ihm geträumt. Das hat mit der Seele zu tun. Entweder habt ihr euch gekannt in einer früheren Inkarnation oder ihr habt irgendetwas, was in diesem Leben man noch verarbeiten sollte. Irgendetwas. Ich kann es dir aber nicht sagen. Ne? Das ist ja ein Kollektiv. Und ich kann jetzt nicht für jeden das sagen. Ne? Ich weiß ja nicht. Tristrezza. Hier ist sehr viel, wie sagt man das, wenn du, wie sagt man das? Ich kann das jetzt hier nicht auf Deutsch übersetzen. Tristezza. Das ist ein einfaches Wort, ne? Traurigkeit. Jesus. Hier ist eine Person sehr traurig, sehr, sehr traurig, ne? Das könnte auch gut sein, du bist hier ein Mann und du schaust dir diese Legung an. Ich habe auch genug Männer. Und da haben wir eine Weiblichkeit, die einfach an dir gebunden ist oder gerade andersrum. Du bist hier die Frau und du bist hier noch an diesen Mann sehr gebunden. Aber das ist nicht nur so, dass du gebunden bist. Ich sehe hier eine Verbindung, das ist diese una connessione, ne? Das ist diese Verbindung, die ganz leicht in dieser, wie sagt man das, in diese andere Dimension ist. Das hat mit den Seelen zu tun, ne? Vielleicht ist es auch so, dass die Seelen hier etwas zu tun haben, ne? Vielleicht will er das nicht wahrhaben, ne? Die männliche Energie. Hier ist irgendetwas, ne? Du träumst von dieser Person, ihr seid hier verbunden. Ich nehme das gerade so und die anderen lege ich jetzt auf die Seite, weil ich habe es jetzt gerade umgedreht und ich habe gerade hier gespiegelt. Hier ist jemand, der sich das einfach wünscht. Nochmal das zu probieren. Possibilità. Hier erhofft sich diese Person noch, wie sagt man das, diese Chance, ne? Diese Gelegenheit, dass diese Person noch zurückkehren könnte. Und drunter haben wir sowieso, das kann ich schon sehen. Perdono.
Also hier ist irgendjemand, der sich das so gerne erhofft, dass diese Person zurückkommt. Das ist ein Wunsch, das wünscht man sich, ne? Wie gesagt, das könnte aber auch gut sein, dass es die Kontrapart ist. Das kann ich dir jetzt nicht sagen. Als Frau sagst du, ja, das ist vielleicht mein Ex. Das könnte auch gut sein, ne? Okay, jetzt machen wir weiter mit meinen Allerliebsten. Die sind wirklich sehr schön, die Karten. Ich hätte es mir nie gedacht, liebe Waage. Die sagen einem so viel, ne? Also man kann sich wirklich täuschen in den Dingen. Ich habe es mir nicht so gedacht. Und wir machen jetzt, wie gesagt, weiter für dich in Oktober im Kollektiven mit meinen schönen Tarotkarten. Die sind wirklich sehr, sehr schön und faszinierend. Die nehmen einen mit, ne? Wagen. Der Wagen. Hier ist irgendetwas. Das könnte auch gut sein, dass man sich hier irgendwie, wie sagt man das, eine gewisse Entfernung ist zwischen euch zwei. Das, weißt du, ich sag das mal so, jetzt mit dieser Illusion-Karte. Das ist die 7 der Kelche. Das ist so eine Karte, die einem nicht so viel versprechend ist, ne? Und das sage ich dir gleich, wieso. Du erhoffst dir, das ist aber nur eine Illusion. Bitte nimm das mit der Pinzette, liebe Waage. Aber ich vermute ganz stark, dass du dir zu viele Gedanken machst, dass diese Person zurückkehren kann. Aber das ist nicht so, wie du dir das vorstellst. Das ist nicht so. Und wenn diese Person zurückkehren wird, dann wirst du das schon merken, ne? Dann wird es auch passieren, ne? Da brauchst du nicht eine Ewigkeit warten, wie hier. Lass diese Kontrolle. Du kannst nicht sagen, er kommt in einem Monat zurück, er kommt in 2 Monaten zurück oder sie kommt in 3. Das kommt einfach, ne? Da haben wir auch die Gerechtigkeit. Entschuldigung, der Gericht. Was sage ich denn? Da haben wir das Gericht. Das ist einfach eine Person von der Vergangenheit. Das ist eine Person, die auch zurückkehren könnte, weil wir wissen noch nicht, was nach dem 7 der Kelche kommt. Das schauen wir jetzt gleich. Aber stell dir mal vor, liebe Waage, du erhoffst dir etwas, was nie passieren könnte. Ne? Diese Person, ne, muss hier wirklich aufwachen, muss hier sich wirklich transformieren, wenn du dir das so erhoffst, dass diese Person zurückkommt. Weil wirklich, das ist auch eine Karte, die uns sagt, wach auf. Wach auf von diesem Traum, ne? Ich weiß ja nicht, was hier passiert ist. Aber das könnte auch gut sein, dass du dieser Person irgendwie auch begegnen könntest, ne? Wie ich ja vorhin gesagt habe, ihr seht euch oder irgendetwas spielt hier eine Rolle mit diesem, wie sagt man das, Entfernung. Hier ist irgendetwas, ne? Vielleicht seid ihr gar nicht so entfernt oder ihr seid zu weit weg, ne? Ihr wohnt gerade wirklich sehr, sehr weit entfernt. Und das kann gar nicht passieren. Ne? Das ist nur in deine Träume. Das ist nur ein Wunsch von dir, ne? Dass diese Person sich wieder meldet oder dass diese Person, die du gerne sehen möchtest, sich sehen lässt. Ne? Das könnte auch gut sein. Wir schauen jetzt einfach mal, was danach rauskommt. Weil, wie gesagt, am Ende des Tarotkarten haben wir das Gericht. Das ist eine Person von der Vergangenheit. Das entspricht diesen Ex, ne? Diese Ex-Freundin oder Ex-Mann, der vielleicht auch kommen könnte. Aber wir nehmen das mit der Pinzette. Ne? Wir schauen jetzt mal. Ich mische sie nochmal und schaue mal, ne? Nach dieser Illusion. Was haben wir nach dieser 7 der Kelche? Ich lasse das jetzt bestimmt nicht so. Das ist so. Wir haben ja die Hohenpriesterin. Ihr seid verbunden. Irgendwie seid ihr verbunden. Das ist so, als ob hier. Der Wagen, das ist eine wichtige Karte. Das sagt mir auch, dass diese Begegnung sozusagen gewollt war von oben. Ich weiß es, weil diese Karte kam auch bei mir raus mit bestimmten Karten. Ne? Ich kenne diese Legung, ich weiß es. Ne? Ich sage dir hundertprozentig, dass es einen Grund hat. Ne? Und dieser Wagen, ne? Und auch noch die Hohenpriesterin und in der Mitte hast du die 7 der Kelche. Das ist irgendeine Begegnung, die wirklich von die höhere Macht war, weil ihr hier irgendwie eine Verbindung habt. Ich kann dir jetzt aber nicht sagen, liebe Waage, was für eine Verbindung. Ich kenne dich ja nicht. Ich weiß ja nicht deine Geschichte. Aber hier ist irgendetwas. Und hier sind auch sehr viele Geheimnisse. Ne? Wie sagt man das? Das ist ein Omen. Nennen wir das mal so. Ne? Und was haben wir hier? 5 der Scheiben. Diese Situation,
wird nicht so beenden, wie du das dir vorstellst. Nee, diese Person wird auch nicht zurückkehren. Das stellst du dir nur vor. Das ist, sagen wir mal, du erhoffst dir etwas, was aber niemals passieren kann. Ihr habt euch begegnet, ihr habt zusammen etwas gehabt, ihr habt zusammen etwas gelernt, ihr habt eine Lektion gehabt und das war's. Ich sehe nicht, dass diese Person hier zurückkehren wird. Weil guck mal, du bist hier irgendwo auch eingefangen. Du hast hier etwas eingefangen, obwohl da draußen noch etwas anderes ist. Was, das ist damit gemeint. Draußen irgendwo ist was für dich, was auf dich wartet. Aber du siehst es nicht, weil du dir zufriedenstellst mit das, was du hier hast. Irgendetwas, was aber nicht existiert. Bitte versteh mich nicht falsch, liebe Waage. Aber man muss vorwärts kommen. Ich weiß, das tut wahnsinnig weh. Ich kann das von dieser Legung wirklich sehr, sehr spüren. Ich verstehe das. Weil hier ist auch irgendetwas, ne? Ich kann das dir aber nicht sagen, liebe Waage. Irgendetwas ist hier, ne? Das dich noch gefangen hält. Ne, du dir so sehr wünschst, dass diese Person zu dir zurückkehrt. Aber weißt du, das könnte auch gut sein, dass diese Person zurückkommen könnte. Aber eventuell hast du diese Person niemals für dich, weil diese Person teilt sich auch. Diese Person könnte nicht nur dich haben, sondern diese Person könnte auch noch jemand anderes haben. Oder diese Person wirst du niemals, niemals zu 100% für dich haben. Sei vorsichtig. Ich sag nur, sei vorsichtig, ne? Das ist das einzigste Tipp, was ich dir geben kann. Oder zumindestens kann er dir das geben oder kann sie dir das geben, was du dir erwünscht. Kommt das zurück, was du wirklich möchtest? Dieses Teilen, wir haben hier sechs der Münzen, dieses ich gebe und nehme, ist das gerecht? Ist das einem gerecht? Ne? Hast du alles bekommen von dieser Beziehung oder wirst du alles bekommen von diesem Mann oder dieser Frau? Überleg es dir ganz, ganz gut, ne? Ob diese Frau dir alles geben kann oder dieser Mann dir alles geben kann. Das denke ich nicht. Also ich vermute ganz stark, dass diese Person dir nicht alles geben kann. Das ist hier meine Konklusion. Also quasi, das ist dieses Endeffekt, was hier rauskommt, ne? Ob du jetzt sagst ja oder nein, das liegt an dir. Ich kann niemand zwingen. Ich kann jetzt nicht sagen, lass das, lass diese Situation. Das musst du wissen, ne? Das ist dein Leben. Du hast es in der Hand. Okay, machen wir weiter mit der männlichen Energie. Ich mache weiter mit der männlichen Energie und dann setzt du das bitte um. In welcher Energie befindet sich die männliche Energie? In welcher Energie befindet sich die männliche Energie für den lieben Wagen da draußen im Kollektiven? Sehr, sehr wichtig. Wiedergeburt. Er befreit sich hier von seinem Ego. Er hat hier eine Befreiung von allem, was er gerade durchgemacht hat. Er hat es auch nicht einfach, ne? Das ist ja alles im Verstand, aber er befreit sich hier. Guck mal, siehst du diese Befreiung vom Löwe? Der Löwe ist das Ego, dieses maskuline Seite. Das heißt jetzt nicht, dass ein Mann eine Memme wird, wenn er sich von dem Ego befreit. Das sage ich auch mein Mann, ne? Das sind diese südländischen Männer, ne? Die wirklich sehr, sehr, sehr wichtig. Also sie stellen wirklich eine wichtige Rolle, diesem Ego. Aber den Ego brauchen wir nicht immer. Den brauchen wir nicht immer. Der macht vieles kaputt in uns, ne? Und das ist auch sehr wichtig, dass du das umsetzt, ne? Da hat, guck mal, wow, die männliche Seite hat sich transformiert. Das könnte auch gut sein, die männliche Seite hat ja wirklich abgeschlossen. Mit der Ex oder mit der, sagen wir mal, du, das ist dieselbe Person, ne? Du schaust dir hier die Energie von ihm und du siehst hier, dass er eine Transformation hat. Das kann gut sein, dass er eine Transformation hat und sich ändern wird. Ne, und zurückkehren wird, das nehmen wir auch so. Das könnte aber auch gut sein, dass er abgeschlossen hat. Ne, er hat abgeschlossen mit der Vergangenheit. Er möchte nichts mehr zu tun haben mit der Vergangenheit. Nehmen wir das auch so. Ne? Ich stelle das jetzt mal hier, weil das ist wirklich eine sehr schöne Energie, diese Transformation. Ne? Er schließt hier mit seiner alten Energie und kommt zu einer neuen Energie, die männliche Seite. Ne? Okay, machen wir weiter mit den Gefühlen und Emotionen von der männlichen Seite. Warte, ich stelle das so hin. Lauter Karten, ne? Okay, was ist hier schon mal runtergefallen?
Devo confessarti qualcosa. Oh. Also die männliche Seite. Ich sag jetzt nicht, dass es böse gemeint ist, aber die männliche Seite trägt hier eine Maske und hat diese Maske abgenommen und versucht jetzt auch diese Maske abzunehmen. Die männliche Seite versucht hier sich zu ändern. Sagt hier, ich habe etwas preisgegeben von mir. In Wirklichkeit, das war ich nicht. Ne? Ich muss dir hier etwas erzählen. Vielleicht hat er dir etwas gebeichtet in der Vergangenheit. Das könnte auch gut sein. Ne? Er hat dir einfach hier etwas gebeichtet. Er hat dir die Wahrheit gesagt und nimm es einfach so an, wie er gerade ist. Das ist schön. Ich weiß, er hat dich gleichzeitig auch gelogen. Er hat dich vielleicht betrogen, aber gleichzeitig hat er diese Maske abgelegt. Das ist schon mal ein Pluspunkt, ne, für die Männer, wenn sie etwas beichten, ne? Besser als schweigen und nichts sagen, ne? Ich sag das ja immer auch. Ich bin auch verheiratet. Ich sag das auch immer zu meinem Mann. Wenn du kein Interesse mehr hast, bitte sag es vorher. Anstatt du mich betrügst, anstatt du hinter meinen Rücken. Das würde ich auch so machen. Ich bin ganz ehrlich. Das ist das Allerschlimmste, was man einem Menschen antun kann. Lügen. Etwas verheimlichen, ne? Wenn du diese Person nicht mehr liebst, wenn du keine Gefühle mehr hast, wenn du dich nicht mehr angezogen fühlst, gerade hier in diesem Thema. Anziehungskraft ist hier auch sehr wichtig. Schönheit ist hier auch sehr wichtig, ne? Ich sage das immer wieder, du kannst nicht mit einem Menschen zusammen sein, nur weil dieser Mensch gutmütig ist oder das andere stimmt. Der Mensch muss dir auch gefallen. Das Auge braucht auch seine Aufmerksamkeit. Und das ist für mich auch sehr wichtig. Ich sage das immer wieder zu meinem Mann. Solange du für mich der Allerschönste bist, wird es so bleiben. Und genauso für dich auch, liebe Waage. Wenn diese Person für dich einfach nicht mehr richtig ist, wenn du sagst, das ist keine Anziehungskraft mehr da, dann musst du diese Person auch loslassen. Weil diese Anziehungskraft ist nicht mehr bestanden. Das wird nichts mehr bringen zwischen euch zwei. Das ist ja dieses Mechanismus, diese Flamme, die noch angezündet ist. Man muss wirklich noch etwas haben mit dieser Person, die euch verbindet. Das ist damit gemeint, ne? Okay. Wir machen weiter. Mi sto innamorando di te. Ich weiß nicht, die männliche Seite hat vielleicht hier schon jemand kennengelernt oder hat hier eine andere oder versucht hier weiterzukommen, weil hier ist eine Karte, er verliebt sich gerade. Ich weiß jetzt nicht, ob er sich neu in dir verlieben kann. Es kann gut sein, wir nehmen das mal mit der Pinzette, aber ich vermute ganz stark, dass die männliche Seite hier eine neue Beziehung angefangen hat oder sich gerade verliebt hat oder er versucht hier, ne, alles um sich zu verlieben, einen Neustart zu haben. Also die männliche Seite, du kennst die männliche Seite sehr, sehr gut. Das ist ja klar, das wissen wir ganz genau, weil die weibliche Seite kennt diese männliche Seite sehr, sehr gut. Du hast mit ihm sehr viel erlebt, ne? Weil der Mann sagt hier, du kennst mich, nur du kennst mich so. Ne? Ich weiß jetzt nicht, wen er damit meint. Ob er jetzt die neue Person mit dieser neuen Person so einen Verhältnis aufgebaut hat, dass er ihr die alles erzählt hat, dass er ihr alles, ne, von A bis Z, das ist so eine Sache, das ist wichtig, Leute. Ne? Das machen wir. Wir sollten alles erzählen, ne? In guten wie in schlechten dieser Person. Ja, weißt du, ich habe das in meiner Vergangenheit gemacht, ich habe das gemacht. Das ist immer sehr wichtig, ne? Dass man miteinander spricht, kommuniziert in einer Beziehung. Man kann nicht immer nur das eine haben. Das muss alles passen, ne? Ich sage immer wieder, dein Mann oder deine Frau oder deine Partnerin, dein Partner ist für dich auch dein bester Freund. Das ist das Fundament von einer Beziehung. Sehr, sehr wichtig, ne? Sonst kannst du niemals glücklich werden. Mi sento instabile. Die männliche Seite hat hier irgendetwas, was unstabil ist. Ich meine auch kopfmäßig. Irgendetwas stimmt hier nicht. Irgendetwas macht ihm sehr viel zu denken oder gibt ihm auch sehr viele Probleme. Dieser Mann hat hier irgendetwas, das ihn bedrückt. Ich weiß aber nicht was. Hier ist es ein bisschen kompliziert. Weil, guck mal, diese Transformation, das, was er alles hier durchgemacht hat. Wer weiß, ne? Wer weiß. Und er hat jetzt vielleicht hier einfach jemand gefunden. Ein Punkt, eine Frau, die ihm das geben kann. Das könnte auch gut sein, ne?
So, jetzt schauen wir weiter mit meinen anderen Karten, emotionsmäßig, gefühlsmäßig. Für die liebe Waage da draußen, ne? Ich weiß, liebe Waage, ich verstehe das. Die ganze Zeit sagen mir gerade meine Geistführer, da ist jemand, der so leidet hier bei dieser Legung. Ich kann es spüren. Ich weiß es, ne? Das ist jetzt nicht so, dass ich das nicht weiß. Aber du kannst nichts machen, ne? Wenn die andere, wenn die Kontrapart das nicht möchte. Ritorno. Und hier ist irgendeine Flamme, die zurückkehrt. Ich weiß ja nicht, ne, ob das vielleicht auch die männliche Seite möchte, ne? Wer weiß? Ne? Hier ist vielleicht jemand, der zurück, Refuto. Okay, jetzt wissen wir das. Ablehnung. Die männliche Seite lehnt hier das, die weibliche Seite ab. Oder bitte setze das um, wenn du sagst, ich bin die Frau, ich bin hier und mein Ex möchte unbedingt zurückkommen. Hier lehnt der männliche, der Mann, ne, ich und du und ich setze das um. Hier lehnt er dich ab. Er sagt ja, nein, ich möchte dich nicht mehr. Eindeutig, ich kann jetzt die Karten nicht gut reden, ich kann nicht das ändern, ne? Liebe Waage, ich weiß, du wirst vielleicht denken, ach, was sagt die jetzt? Das möchte ich nicht hören, aber das ist die Wahrheit. Soll ich es dir gut reden? Das mache ich nicht, das kann ich nicht, ne? Sowas gehört sich nicht. Oh, und hier ist auch eine starke Leidenschaft. Ich weiß nicht, die männliche Seite hat hier entweder jemand kennengelernt oder das war diese starke Leidenschaft, die ihr zusammen gehabt habt. Das könnte auch gut sein, weil hier war eine starke Verbindung. Das sehe ich schon. Aber nee, nee, Er rennt hier weg. Er rennt hier weg. Er ist hier weggerannt. Er ist weggerannt von dieser. Von dieser Beziehung. Ich weiß nicht, das könnte gut sein, dass ihr wirklich eine starke, sehr starke Leidenschaft, sagen wir mal, zwischen euch zwei hat es richtig geknistert. Es war richtig gut. Aber das andere, weil diese Person ist abgehauen, das ist so, als würde er ihr abhauen, ne? Und er möchte jetzt Klarheit in seinem Leben bringen. Das ist ihm sehr wichtig. Er möchte Klarheit in seinem Leben bringen. Ich weiß jetzt nicht, was hier passiert ist. Vielleicht hat er sich verliebt und ist abgehauen, weil er Angst hat vor der Liebe. Das könnte auch gut sein. Da muss man vorsichtig sein. Es gibt solche Männer, es gibt Typen. Ich sage das immer. Ich höre mir immer ganz viele Seminare. Es gibt den Odino. Ordinos, oh, jetzt weiß ich nicht mehr, wer das ist. Das gibt's den Apollo, das gibt's den Merkur-Gottheit, ne? Und dann, wie gesagt, Merkur ist dir eher diese Gottheit, die sich nicht verbindet. Den kannst du nicht binden. Das ist eine männliche Seite, die du nicht binden kannst, ne? Und es gibt einfach solche Männer, aber dann macht's Klick. Dann macht's Klick. Es gibt solche Männer, die an sich arbeiten, die können an sich arbeiten, die glauben an diese spirituelle Ebene und dann verändern sie sich. Und dann kommt die Richtige. Und dann kommt diese gewisse Frau, die alles auf den Kopf stellt. Aber dann haut er ab, weil er Angst hat. Oh Scheiße, sie hat mich in den Griff. Das kann auch gut sein, liebe Waage. Ich weiß ja nicht, was Sache ist, aber. Laut hier den Karten ist hier irgendetwas, das euch auch verbunden hat. Ne, bitte setze das um. So, jetzt schaue ich mal das mit den Odino ist, glaube ich, auf Italienisch. Das ist Le Culture Norrene. Das sind oh, liebe Waage, der Film, ich schaue ihn so gerne, die Wikinger, genau, das sind die vom Norden, ne? Aber ich rede jetzt hier von ganz anderen Göttern, das sind so griechische Götter mit denen, ne? Es gibt den Apollo-Gott, das ist der, wo sehr treu ist, wenn du so einen Mann möchtest, dann musst du den Apollo nehmen, den Apollo-Energie, der ist sehr, sehr treu, aber der ist langweilig. Also ich, wie gesagt, ich habe mal gesagt, ich habe ein Seminar besucht, das ist auf Italienisch, leider, wer jetzt Italienisch Muttersprache weiß, der kann sich das gerne hören, das ist die Giorgia Sitta, sie macht sowas, sie bringt einem bei, wie man sich schützen kann vor solche Energien, weil es gibt halt immer solche Energien, ne? Es gibt die männliche und es gibt die weibliche, dann gibt es ja auch die Athena, die weibliche Seite, sie ist eine Frau, die sich nicht runterkriegen lässt, die sehr kämpferisch ist,
Das ist wie so eine Art Lagerda, ne? Diese Freya, sowas in der Art. Das ist so eine Energie, ne? Die lässt sich jetzt nicht runterkriegen. Das ist eine Frau, die sehr in Karriere ist, ne? Die sehr karrierenbedürftig ist. Also es gibt ganz viel. Und dann gibt es die Aphrodite auch. Die Aphrodite ist eine Göttin, die sehr schön ist und mit den Männern sehr gut umgehen kann. Da muss man vorsichtig sein, ne? Als Mann, wenn du so einer begegnest, das ist auch keine Treue. Sie ist nicht treu von sich aus, ne? Okay. Also, wie gesagt, ich könnte stundenlang reden, aber das tue ich nicht, sonst sprenge ich den Video. Jetzt schauen wir uns das Ganze an für die männliche Energie. Da hat sich fast was gedreht. Für die männliche Energie, bitte. Was wird geschehen im Oktober für unsere liebe Waagemenschen da draußen, ne? Hier ist etwas. Ja, guck mal. Er möchte diese ganzen Streitigkeiten, er möchte das, was in der Vergangenheit war, möchte er zurücklassen. Nee, ich finde hier, dass er eindeutig, oh Gott, jetzt rutschen sie mir auch noch weg. Ich finde hier, dass die männliche Seite einfach nicht zurückkehren möchte. Ich weiß nicht, er möchte das Ganze nicht mehr ertragen müssen. Ich weiß ja nicht, wie das war zwischen euch zwei, aber er möchte hier nicht mehr. Er möchte hier vorwärts kommen. Er ist ja auch enttäuscht. Das ist jetzt nicht so, dass er keine Gefühle gehabt hat. Nee, das nicht. Er hat auch seine Gefühle, aber er möchte jetzt abschließen. Er ist bereit. Guck mal, er hat jetzt hier alles. Wieso soll er noch in diesem Leiden bleiben, ne? Wieso soll er hier noch leiden? Wieso soll er hier der Opfer sein? Er möchte hier vorwärts kommen, ne? Es könnte auch gut sein, dass er jetzt hier irgendwie eine Reise betätigen wird oder irgendwo hinfährt, die männliche Energie. Ich sehe hier auch eine Reise. Also wie gesagt, er ist hier für seinen Kleinen angekommen. Wir haben ja eine große Arkane. Wie gesagt, du hattest ja auch große Arkanen 2. Das ist einfach eine Mansion der Seele. Es sollte so gewesen sein. Jeder geht seinen Weg. Ne, liebe Waage, ich weiß ja nicht, was hier passiert ist, aber du setzt das um. Jetzt machen wir ganz kurz weiter mit den letzten Orakelkarten und dann haben wir auch Schluss. Ne? Das verstehe ich vollkommen. Sieht man, nimmt man hier noch auf? Ja, sonst rede ich hier umsonst. Ne? Ich habe hier alles umsonst geredet. Okay, für die liebe Waage da draußen. Im Kollektiven. Das kannst du auch umsetzen, diese Karten. Die können überall gültig sein. Ne? Die können auch eine berufliche Situation darstellen. Ne? Giovanni Bruno, dieser Typ ist dunkelhaarig. Wir haben hier einen Südländer, der sehr hübsch ist. Schütze, hier haben wir auch einen Schütze, aber wir haben hier jemanden, der sehr, sehr hübsch ist. Also, ja, der hat einen guten Aussehen. Ne? Okay, jetzt habe ich zwei Karten genommen. Affliction. Ah ja, siehst du, und der war hier ein guter Mensch für dich. Der war hier ein guter Liebhaber. Du hast sehr, sehr große Gefühle für diesen Mann gehabt. Der ist immer noch in deinem Leben. Den kriegst du nicht so weg, Affliction. Der ist in dir. Der ist in dieser weiblichen Energie. Der ist voll in dir drin. Ne? Du hast ihn immer noch in deiner Energie, diesen schönen Mann. Ich weiß, das ist nicht einfach. Das kann ich dir glauben. Aber Schönheit ist nicht alles. Ne? Ich weiß, dass du auch Gefühle für ihn gehabt hast. Das ist nicht leicht. Das ist ein Mann, der sehr, sehr schön ist und wirklich auch, wie sagt man das? Die Frauen fallen auch an seine Füßen. Das sehe ich hier, ne? Collamande, die Kontrapart von die Frau, ne? Wir haben auch das Weibliche. Und wenn du so eine Frau triffst, oder ein Mann, das ist nicht einfach. Wir haben hier, was sagen wir mal ganz kurz, was ist das für eine Energie? Das ist Jungfrau, ne? Das könnte jetzt auch zu meinem Mann passen. Ja, das denke ich mir, weil diese Karte kommt auch bei meinem Mann raus, ne? Ja, das ist halt so, ne? Dieser südländische Aussehen, man muss ja einfach aufpassen, ne? Es gibt halt Männer, die wirklich auch sehr treu sind, obwohl sie auch sehr schön sind. Es gibt aber auch Männer, die das ausnutzen, ne? Da musst du wirklich aufpassen. Und was haben wir hier? Sorpresa. Du wirst hier aber eine Überraschung erleben. Liebe Waage, ich weiß jetzt nicht, Mann oder Frau, du wirst hier eine tolle Überraschung erleben. Irgendeine Überraschung. Eine Überraschung, die aber irgendwie mit jemandem zu tun hat, die perfida, ko nicht korrekt ist.
Das hat mit irgendeiner Frau oder Mann, bitte setze das um, aber du wirst hier von dieser Situation als Sieger rauskommen. Also diese Person hat für dich irgendwie eine Überraschung oder will dich überraschen mit irgendetwas Negatives oder will dir hier irgendetwas antun, aber du wirst siegen. Diese Person wird nicht auf dich siegen. Ne? Ich weiß ja nicht, das könnte ja auch beruflich sein. Ne? Liebe Waage, ich habe ja vorhin gesagt, diese Karten kannst du überall einsetzen. Ne? Wenn du jetzt sagst, das könnte hier beruflich sein, irgendetwas, das diese Person dir hier antun will, aber das ist nicht im Positiven. Das ist so, als würde diese Person gegen dich antreten wollen oder dir eine reinwischen, ne? Sagen wir mal so, aber du wirst siegen. Das ist der Sieg für dich. Der Sieg ist da. Ne? Was haben wir hier? Wir haben hier wieder Jungfrau als Sternzeichen. Das ist nämlich auch wichtig. Was haben wir hier? Skorpion. Dann haben wir Wassermann. Und wir haben hier Stier. Bitte setze das um, liebe Waage. Ich weiß ja nicht, wir sind ganz viele Menschen da draußen. Nimm nur das, was für dich umsetzbar ist. Na, ich würde mich freuen über einen Daumen nach oben, über einen Feedback. Du kannst mir auch gerne schreiben. Ne? Liebe Waage, nimm's mir nicht böse. Ich kann jetzt das nicht gut reden für dich. Ne? Wenn du sagst, ich möchte so gerne, dass diese Person zurückkehrt. Aber wenn sie dich zurückkehrt, ich kann ja nicht zaubern, ne? Wie gesagt, das ist deine Legung für Oktober. Pass auf dich auf, ne? Wir sehen uns nächstes Mal. Mach's gut, liebe Waage. Tschüss.